Ich habe jetzt mal aktiviert. Mission weiß ich nicht, was wir jetzt machen. Ja. Werden wir gleich Wir werden sehen. sehen. Veteran, das war schon die normale zweite Stufe, ne? Nach Rekrut. Ja, genau. Also ich habe die, jetzt wir mal bisher immer Todes gespielt haben. Genau. Ich habe jetzt mal todesmutig mal. Ah, wir sind im Drachenfels, okay. Also ich hätte es auch Rekrut auswählen können, aber ich dachte mir, komm, wir sind nee. So gut. Ja, genau. Wir sind die unfassbaren Imbers. Ja, Snoopy, morgen sind wir länger online. Definitiv. Ja, das Intro kommt mir gerade so ein bisschen unbekannt vor. Da ich diesbezüglich nie ein Gedächtnis habe, habe ich alles wieder vergessen. Also ich bin gerade wirklich so... Wo sind wir? Waren wir hier schon mal? Oh mein Gott, ich darf ja gar nicht von hier weg. Ja, die Reichweite ist sehr, sehr gering. Okay. Also wir haben wir jetzt, mischen jetzt knuddeln und kuscheln und Bussi Bussi, ne? Ja, genau so ist es. Also wir haben jetzt schon die Challenge, wir müssen beisammen bleiben. Slash Follow. Also es wäre gerade unglaublich unangenehm, wenn es jemand die Aufgabe stellen würde, dass wir uns entfernen sollen. Ja, okay, wär recht schnell. Aber bei jedem Würfelbecher viermal hochspringen auf dem Fleck ohne Wehren? Ja, das ist sehr easy. Aber warte mal, das ist die Mission, das ist mir doch zum allerersten Mal, oder? Die kenne ich doch gar nicht. Ich habe keine doch Ahnung. Nie so eine riesige Kapelle. Ha. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, oh aber ich bin jetzt hier keine ein, Referenz. Ein Liebesband zwischen uns, ich fasse es nicht. Was ist da? Na guck doch mal. Wir sind aneinander gekettet. Das ist ja wie im SM-Studio hier. Das ist neu, wir hatten noch nie hier irgendwo so ein Ring zum Anklopfen. Ja. Hallo? Huch. Achso, das gehört zum Spiel. Nee. Das ist nur für uns jetzt gemacht. Nein, ich dachte jetzt, keine Ahnung, wie bin ich jetzt schon tot, aber dachte ich mir, man kann doch hier nochmal nicht runterfallen. Okay, das kriege ich hin, alles killen ist mein Ding. Aua, ey, warte mal, wir sind so weit weg. Nee, das sind in dem Fall, glaube ich, die Gegner. Nee, wir sind so. Das Band wird rot. Das Band unserer Liebe wird rot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh wieso, Gott, wieso es sind zwei von denen. Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Hack schon drauf. Der eine ist gerade. Und der erste ist down. Der andere ist auch schon umgekippt, oder? Ja, den habe ich gerade mit meiner Ulti gekillt. Ah ja. Okay, so. Wo unser liebes Band hat mir die Hälfte meiner Energie gestohlen. Ach was. Da ist Heilung. Nehme ich mir mal, wenn du mich tötest. Gott, das wird eine ganz interessante Mission. Oh, da kommt ein Rattling. Warte mal. Ich wäre jetzt mal unten da geblieben hier. Mit dem Gas reinrennen. Eine gute Idee. Oh. Oh, von hinten kommen ja auch noch Geruch. Da kommt jede Menge Zeug. Ach, komm, wo kommt das schon wieder alles her? Moment! Mein liebes Ritter, bleib mal hier in der Nähe. Ja, aber. Ich krieg hier Gas. Er ist ja immer noch am Leben. So, jetzt ist er weg. Okay, so, wollen wir uns mal langsam vorpirschen, ja? Ja, ich brauche Heilung. Sowas von Heilung. Oh Gott, das ist aber keine Heilung, was da kommt. Jetzt kann ich nicht mal mehr in Ecken reingucken, einfach mal so zum Spaß. Ja. Geht aber genauso, ich kann nirgendwo meine Nase reinstecken hier. Muss ich mich hier hinter deinem königlichen Außer Hintern hier irgendwie ja. Hängen? Hä? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt schon wieder ist. Finde einen Weg zurück zur Burg. Oh, warte mal, da ist gerade rot geworden. Keine Ahnung, da hinten. Ja, da. Oh, warte mal, was ist denn jetzt? Oh, rot. Ich bin tot. Halt. Okay.
Das wird. Oh oh. Oh, das ist schlecht. Das Nein, ist ganz schlecht. Ja, und dann mit dem Band der Liebe. Nein, hör doch auf! Nein. Kommst du mit, ja? Oh. Ich versuche. Okay. Ich fühle mich gerade wie im Knast, wenn man da so eine Kugel da hinter sich herschleppen muss. Hey, was soll denn das heißen? Ich bin hier nicht die Kugel. Irgendwie schon. Was? Ich schleppe hier eine Elfe, eine ganze Elfe hinter mir her. Jetzt bräuchte ich doch auch ein bisschen Heilung wieder irgendwie. Oh Mann. Heilung ist völlig überschätzt. Und mal da. Da ist ja, Heilung. Verbannt. Ne? Hast du schon deinen Heiltrank auch schon benutzt? Ja, den habe ich schon benutzt. Ey, du bist so ein versoffenes Heilluder. So, nutzt den mal. So. Gott, oh Gott. Also ich melde offiziell an, ich würde auch mal Heilung gebrauchen. Ja. Ich muss vielleicht auch irgendwann mal wieder einen Charakter mit Schild spielen, der frisst weniger Heilung. Du kannst auch immer hier schlabbern da, das ist so ein roter Brunnen da, das sieht doch ganz auch Heiltrank aus. Oh Gott. Ich hätte ihn jetzt mit meinem Trank beworfen. Wo bist du da? Ja. Mal, ich probier's mal. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach, da komm ich wieder. Was? Ey, du kommst hier zu nix. Ja, wir müssen da hoch wahrscheinlich, oder? Ach, die Treppe hoch, ja, denke ich jetzt mal. Immer schön die Treppe hoch. Ein anderer Vergleich wäre so wie im Kindergarten, ja? Immer so schön in Zweierreihen und Händchen halten. Da ist eine Truhe, die ist verschlossen. Da müssen wir sicherlich ran. Aber ich kann natürlich auch erstmal. Oh Gott, was ist denn jetzt? Gott, oh ah, warum, oh warum? Gott, oh Gott. Lass mich doch zu den Gegnern! Da ist ein Heiltrank, hier, guck mal. Alter, dieser blöde Rattenkönig-Dings da. Wo ist ein Heiltrank? Oh, Heiltrank! Beim Regal. Nehm ich. Im Billy. Hui. Da ist auch noch, oh, da nehme ich auch noch einen mit. Ihr denn alle hier? Ja, wo kommt denn ihr denn her? Aus Rattenhausen, bitte sehr. Kennst du den immer, ne? Doch, da ist klar, Muni. Logisch. Ich bin eine kleine Elfe und ich brauche Muni. Ja, ja. Okay, bin wieder glücklich. So, wollen wir da erstmal runter Tränke? Zum Schatz? Oh, was ist denn da? Ein Kelch? Kelch vom vergifteten. Okay. Warte mal. Nimm da den Trank mal mit. Das ist eine magische Truhe. Eine magische Truhe für mich. Das ist eine. Geht nicht auf. Mach was. Das ist eine Fake-Truhe. Warum geht die nicht auf? Das ist ja mal unerhört. Ja, dann müssen wir weitergehen. Aber wir haben doch einen Zwerg dabei. Kann der sie nicht tragen? Warte mal, mit der Zaubertrank, zum Beispiel Heiltrank, drückt dreimal im Kreislauf. Nicht, dass das so wie bei Asterix und Obelix ausartet. Ey, dann ist ja Daniel nur noch im Kreis, dann läuft er ja nur noch im Kreis, so wie der das Zeug wegsäuft. Ich schon wieder. Ach so, ich dachte jetzt, ich bin schon wieder Obelix. Oh oh. Hab's. Ist weg. Ja, haben wir so. Das ist das Schöne, der Pfeil, der tötet ja mit One-Hit. Was soll das, oder? Oder? Wo ist die Gasratte? Oh, da ist die Gasratte. Ach komm, ja, treffen müssten wir sie halt noch. Ich hab sie. Ja, gut. So. Und jetzt unten oben? Warte mal, da ist auch nochmal Kiste. Ja. So, leer natürlich wieder. Und unser Band, denk ans Bändchen. Ja. Es ist sehr zärtlich, es möchte umgarnt werden. Aha. Darf dich nicht außer Reichweite der Nasen, des Nasengeruchs lassen, quasi. Ja.
Da ist ein Hebel. Das ist sehr gut. Ich hebe mal. Ich krieg nicht Besuch. Kann ich hier durch die... Oh, ich hab gerade die Tür aufgemacht, glaube ich. Ja, super. Gut gemacht. Durchsuche die Hallen. Ja, Moment, wir haben die Gegner gefunden. Nicht das, was wir gesucht haben. Auch nur so 1, 2? Okay. Alles weggesäbelt. Oha, hör doch mal auf. What denn? Wie denn? Ach, du bist da. Wir müssen uns absprechen, wenn du wieder nach hinten rennst. Ich gucke immer nur, wo die Gegner sind. Ja, gut, aber das mag ja sein, aber ja, wenn du zu weit wegrennst, haben wir ein Problem. Killerratte, Killerratte. Wo ist denn die Killerratte? Da kommt die Killerratte. Okay. So, wir haben jetzt einen neuen Spieler dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch noch mit dem Band... Oh Gott, das sind zwei neue Spieler. Ich bin sehr gespannt, was wir das bedeutet. Wir haben ein ganz anderes Problem. Warte mal, was war die Herausforderung? Ja, genau, so, das wollte ich ja sagen. Eins, jetzt sind wir alle zwei, verbunden. 3, 4. Na, das kann ja lustig werden. So, ich bin gehüpft. Achso, der ist eine so raus. Hatte ich vorhin schon gemerkt mit dem Liebesband. Und so ein Dreier ist dann irgendwie so ein bisschen unpraktisch. Warte mal, da hinten ist, glaube ich, noch ein Heiltrank. Wenn du was brauchst, komm mal mit. Heilung? Ja, also, wenn es sein muss, würde ich die nehmen. Warte mal, ist noch ein Kelch. Halt. Look. Liegt es bei dir am Platz oder ist es einfach nur so zum Einsammeln? Der Kelch? Ja. Der ist ganz genauso gehighlightet wie die Tränke auch. Oh. Nee, ich meine, nimm diesen Platz weg? Nein. Achso, okay. Einfach nur okay, zum Mitnehmen. Das ist jetzt Wunder ohne Wiederkehr. Große Festhalle, ja, große Festhalle? Kenn ich das nicht irgendwo her? Haben wir das in dem ersten Teil auch Gott, schon mal? Oh Gott, oh Gott. Da wir permanent in irgendwelchen Schlössern durch die Gegend ziehen, können wir gut vorstellen, dass wir auch überall mal komische Festhallen hatten. Sag mal. Oh mein Gott, Moment. Oh, oh Gott, das ist ja ein Gegner. Der läuft mir mitten ins Gesicht und haut mir dann auch noch rein. Da ist noch mal ein Heiltrank. Ja. Warte mal, irgendwas rennt damit. Moment. Ja, unser Teammate. Namenlose Stimme, halt die Backen, ich höre eh nicht zu. Oh, irgendwas zündelt hier schon wieder, oder? Nee, passt noch. Oh, von hinten ich noch ein. Achso, das ist bleib bei meiner Kleiner. Göttin. Was ist denn da noch, oder? Moment! Gott, oh Gott, das wird hier ganz ein bisschen kompliziert gerade. Ja, ich verliere nicht Schaden durch die Gegner, ich verliere Schaden durch dich. Ja, ich habe jetzt nochmal hier meinen Trank geschlürft. Ja, immer schön an Eimer Tiger denken. Ja. Da ist ein Heilpot. Okay, wenn du eine Wilde, nehme ich hin. Kann man nie genug haben. Wo ist ich denn da? Ein Floriant. Ein Floriant ist wieder unterwegs. Aha. Oh, da ist noch ein Kelch. Ja. Okay, da war ein Kelch. Becher? Der Drockelbecher. Ich laufe mal unserer Gräfin da hinterher. Ja, aber warte mal, sie dreht okay, wieder um. Okay, Moment. Die Gräfin dreht wieder um. Weil der Bot ist wieder. Was macht der Bot? Hoch. Der Bot ist ein Bot. Ich wollte halt bleiben lassen. Der Bot ist ein Idiot. So sieht's doch aus. Der wird schon für uns backen. Ach, jetzt höre ich die namenslose Stimme. Da seid ihr. Ah, kommt eine Killerratte. Ach, komm schon, ich treffe sie einfach nicht. Wir haben dich errettet. Oh Gott. Gehst du durch die Tür, sieh dich eine große Axt an. Ich habe natürlich ein bisschen Heilproblem. Oh, Fass macht gleich Bumm. Fass hat Bumm gemacht. Wo müssen wir eigentlich hin? Unser Bot ist auch schon wieder kaputt. Ja, das soll er sterben. Wir holen dann, wenn er wieder respawnt. Kiste? Achso, leere Kiste.
Das ist jetzt quasi ein Kapott. Der ist kaputt, ja. Oh, hi. Ich wollte euch nicht stören. Geht einfach. Ich fühle mich hier gerade echt so in meiner Beinfreiheit beraubt. Warte mal, da hinten ist auch noch was, oder? Ah! Ah! Ich will mal da hinten gucken. Ja, das Schöne ist, wir sind jetzt in der Überzahl, wenn wir zwei vorrennen. Du musst uns folgen. Aber da hinten war noch was. Da war noch irgendwas zum Anklickern. Egal. Okay, jetzt macht er auch noch Jump'n'Run hier. Hey, was macht denn der da? Weiß ich nicht, aber... Ey, komm da nicht hinterher. Was? Was? Nein, wir sind doch wieder zurück. Wir sind doch wieder zurück. Ich check's nicht. Ach da. Moment, ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh Gott. Jetzt gehen wir, glaube ich, dahin, wo ich hin wollte, oder? Ja, genau. Warte mal, da kommt doch, glaube ich, irgendwo was. Wie der schon wieder weiß, wo es lang geht. Ja, hallo, das Spiel gibt's ja schon ein paar Jährchen. Hallo, stopp mal kurz. Ich war auf Sightseeing-Tour. Ah, Heilung. Warte mal, was war das? Bombe. Oh, Moment mal. Ja, der Abend war total lustig. Alles gut, hat mir echt sehr gut gefallen. Ich meine, ich hatte die beste Runde meines Lebens. Mit rückwärts laufen? Total irre. Ich glaube, ich hatte in der Runde über 30 Abschüsse. Die Ratte ist weg. War aber, glaube ich, auch MVP in dem Spiel. Total strange Runde. Ja, stimmt, die Aufzeichnung muss ich mir noch runterziehen. Das wollte ich auch veröffentlichen. Und genau die Runde, das war die einzige Runde, die ich nicht aufgenommen habe. Grimoire, hast du noch irgendwas zum... Hast du gerade einen Heiltrank? Warte mal. Oh, warte mal. Achso, was? Ich hab das Grimoire, hab ich. Das ist ein Stärketrank, falls... Ich bin schon stark genug. Bin schon groß. Hä, wo ist der hin? Moment, wo seid ihr hin? Halt! Truly your friend. Do you think keeping them alive makes up for all those you failed? Yeah? Ihhh, das Ding hat ja auch. Das guckt mich an! Und es hat ein Schwänzchen? Hä? Moment mal! Warte mal, unsere Feuerhexe da, die. Warte mal, wo sind die? Ach, sind alle da, okay. Ich renn doch da jetzt nicht ins Feuer rein. Oh, Dockelbecher, ich muss hüpfen. 1, 2, 3, 4. So. Oh mein Gott. Ich darf ihn töten. Wo auch immer der ist. Deine Art von... Oh, er hat mich. Oh Gott, er hat mich. Er hat mich nicht mehr. Nee, ich hab... Das wäre aber schlimm, wenn er mich jetzt wegziehen würde. Das würde euch ja auch Schaden machen. Ja. Mehr Schaden als mir wahrscheinlich. Das ist wohl wahr. Oh Gott, ihr seid weg. Ah! So, warte mal. Okay. Ja, stimmt, der Robin hatte noch das Ass, ne? Da hast du vollkommen recht. Mit? Komm mit. Das war so ein komischer Abend. Aber lustig, sehr lustig. Cool fand ich auch, wie auf einmal der eine mitgemacht hat. Wir haben ja immer in den öffentlichen Chat reingesprochen, ne? Mit I'm a Tiger oder We a Hero oder Not a Hero oder sonst irgendwas. Und irgendwann hat einer mitgemacht. War auch ein Deutscher? Er ist so schlecht. Ach komm, ich mach mit. Oh, Chaosbrut. Ach komm schon, jetzt verfehle ich den auch noch. Oh Gott. Warte mal, er hämmert mich gerade. Moment. Da. Oh oh. Ich hab das hat er jetzt persönlich genommen. Moment, ich hab hier noch so ein... Ich glaube, gegen Feuer sind die aber schon mal anfällig hier, ne? Yep. Ah, da oben ist unser kleiner Wichtelzwerg. Der Kampf. Aber da wollen wir gar nicht hinschauen, machen. Oh, nee. Das stimmt, Baron. Stimmt, ich hatte irgendwie 30 Kills, war MVP in der Runde und Robin hatte 24 Kills. Mit den ganzen Challenges, das war total irre. Was du mal vom Robin bist in den Kills.
Irgendwas ist da falsch gelaufen. Stand irgendwo ein Bottom, den du ganz einfach wegfracken konntest? Nee, es ist momentan keine Seltenheit, der Herr. Aber was macht er? Trinkt er so viel? Hallo, ich wollte Zwergi holen. Aber du kannst ihn ohne Absprache hier weglaufen. Jetzt hol mir Zwergi, warte mal, dann hol ich dich. Ja, super, jetzt könnt ihr mich auch holen. So, jetzt habt das davon. So. Wo muss man jetzt hin? Wo ist denn die Feuerhexe? Feuerhexe gibt den Ton vor. Ich lauf dir hinterher. Ich bin dir hörig. Also, ich will ja nicht. Oh, da ist ein Kelch, da ist ein Kelch, da ist ein Kelch. Hallo, Kelch. Kelch. Hab ihn. Okay, gut. Wir warten das noch gleich. Wie konnte man da noch bei Befehle? Irgendwie konnte man doch da Befehle geben oder so, oder? Wir haben grundsätzlich mit Aufgaben irgendwie besser gespielt als ohne. Aber man darf nicht vergessen, es waren öffentliche Lobbys. Das heißt, es kann auch absolute Crap dabei gewesen sein. Freunde, wo seid ihr denn? Ich höre schon wieder Becher. Oh, ja, der Becher, eins, der kommt von oben. Zwei. Ah, ich hab ihn. Drei. Vier. Du musst springen erst und dann dich wehren. Ich bin tot. Was hast du davon? Das ist die Challenge, du Held. Wir haben schon eine Challenge mit unserem Liebesband, wo mittlerweile ein Dritter drin macht. Ja, wir brauchen mehr Challenges. Wir hatten damals auch mehr Challenges. Hör mal auf, hier rumzuheulen. Anstrengend. Florian. Na gut, dann nehmen wir Florian. Also ich sag mal so, wenn man ein Charakter ist, der hauptsächlich mit Fernkampf arbeitet, wie zum Beispiel unsere Hexe, ist es hier schon ein bisschen angenehmer, glaube ich, gerade. Ja, das stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und sie zieht uns förmlich mit. Ja, kriegt die da keinen Schaden, oder was? Ja, doch, aber wir lassen uns ja mitziehen. Moment, es ist Champion. Ey, denk dran, es ist Champion ran! Das weiß doch sie nicht! Dass du da so unfähig bist. Ich will mir einfach vorrennen, ich brauche eine extra Zeit. Irgendwo der Ausgang sein? Ich laufe ihr einfach hinterher. Juhu! Oh oh, wir kriegen Besuch. Jede Menge, glaube ich. Irgendwo. Ja, hallo! Oh Mann, ich bin noch da. Ja, wenn du immer spamst, komm her, das hilft halt auch nichts, ja? Ich kann nicht halt schneller laufen, als ich ohnehin schon tue. Oh. Super, ich kann ja da mal Schaden machen, weil ich mir nicht einmal vortraue hier. Ja, und dann heulen sie da alle rum. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Moment, wir haben hier gerade ein Türproblem. Huch. Und wir sind die Türsteher, wir lassen die nicht rein. Oh, ich bin schon wieder zu. Hör mal. Lass mich doch da an zu den Gegnern hin. Ja, es tut mir leid, ich muss es mimpfen. Eins, zwei, drei. Vier. Irgendwo waren wieder so Becher. Irgendwo waren Becher. Ich habe ihn gehört. Ich halte mich an die Challenge. Moment. Was soll man jetzt? Weißt du, mit dem Geist gelaufen jetzt irgendwie? Was ist das für ein Geräusch? Fährt hier irgendwo ein Zug? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hä, warum wirft sie denn da jetzt das Wasser hinter? Ich hab keine Ahnung, vielleicht weil die Wand dann sprengt? Nee, oder? Aber irgendwas brennt da hinten. Vielleicht weil sie es kann? Das ist alles so, finde ich Gott. Ihr macht da alle so komische Sachen. Ihr? Ja. Wir zuallererst. Was? Oh, was mir hier. Ah, Killerratte! Oh, da ist nochmal Heilung, wenn du brauchst. Ja, warte mal, dann. Achso, hoppla. Habe ich schon mal erwähnt, dass mein Foliant echt ekelhaft aussieht? Jetzt sieht man den nicht. Ah, weißt du, wie der aussieht? Achso, du kennst es wahrscheinlich nicht, ne? Was? Kennst du. Jetzt kommen wir mit irgendeinem Horrorfilm, das kenne ich halt. Ja, ich fällt auch gerade nicht ein. Moment! Sag mal, wie hieß denn der Film jetzt? Jetzt fällt es mir auch. Ich war nur noch drauf, dass sie jetzt irgendwann vorhat, mal irgend so einen Glitch-Jump-Run-Scheiß zu machen. Herrgott, na, ich will doch nur einen Gegner mal kaputt machen, ohne dass ich hier gleich tot bin.
Ach, jetzt lauft ihr da lang. Ja, keine Ahnung, ich renne immer nur der Hexe hinterher und kann mich ja sowieso nirgendwo hin bewegen gerade. Wir haben echt so eine Timing-Absprache. Problem. Becher, hüpf. Oh ja, 1, 2, 3, 4. So, wir sind voll dabei. Oh, Becher ist weg. Oh, da ist eine Kiste. Die natürlich leer ist. Was auch sonst. Da ist nochmal Florian. Hast du schon Florian? Ich hab Flori. Ich hab auch einen Florian. Ach nee, warte mal, jetzt hab ich einen Flori. Hä? Ich hab ein Buch und einen Florian? Ja, ein Grimoire und Florian Buch? Dann. Der Grimoire, das ist halt für. Ist glaube ich nochmal deutlich besser. Also was den Loot-Verbesserung angeht. Ja, dann einfach mal rein in die Horde. Für die Horde! Ach nee, warte mal, das war was anderes. Das war was anderes. Boah, ich bin am. Ach so, nee, warte mal. Ich bin nicht am Überlegen, ich müsste das Spiel jetzt verkaufen. Was? Jetzt sag nicht, du willst World of Warcraft spielen. Nein, um Gottes Willen. So ein Schmutz spiele ich nicht. Nein, ich war am Überlegen, ob ich mir mal Warhammer vornehme, das Strategiespiel. Aber jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe den dritten Teil ja noch gar nicht. Weil er jetzt bald dieses Imperium. Ach so, Strategiespiel. Ach so. Okay, du weißt aber schon, dass es vom Strategiespiel ja auch wieder zwei verschiedene Dinger gibt, ne? Einmal dein Total War-Zeug und dann ja auch noch dieses. Was so ein bisschen an Common of Heroes damals angelehnt war ursprünglich mal. Nein, ich rede von dem richtigen, von Total War. Weil die haben ja jetzt beide drei Teile. Und das, was dieses Common of Heroes Dings war, das, da habe ich ja den ersten Teil irgendwann mal gespielt. Und Teil 2 und Teil 3 wollte ich mir irgendwann auch nochmal anschauen. Und Teil 3 ist ja noch relativ, naja, also nicht mehr taufrisch, aber noch relativ neu. Und der ist ja auch ziemlich schlecht durch die Medien gekommen. Also, da waren die Wertungen ja auch. Redest du jetzt von den Total War? Nee, von dem. Ach, von den anderen. Von den anderen, genau. Ja, das habe ich auch gelesen. Und einfach aus Neugier wollte ich mir den dritten Teil aber dann schon auch nochmal irgendwann mal anschauen. Um halt zu wissen, was ist da wieder dran? Sind die Leute da so ein bisschen unflexibel? Oder ist das Spiel wirklich nur Schmutz? Und? Was war's? Weiß ich nicht, ich habe es nur angeschaut. Ach so. Also, ja, weißt ja, ich will sehr viel. Ach ne, das ist unser Zwerg, auf den ich da gerade schieße. Schau mal, da kommt wieder was. Oh Gott. Ja, weiß ich, dass wir alle drei, dass ich da alle drei Teile brauche. Die ersten zwei habe ich, ja. Aber ich kenne mich. Ich bin dann geil drauf und dann verlässt mich die Motivation doch wieder. Ist das wieder so ein Spiel, was man modden kann und dann nach den Mods wieder langweilig wird? Nee, das ist eher so ein Spiel, was halt sehr viel Zeit frisst. Ja. Da dauert halt so eine Partie echt lange. Also so Civilization-Style. Ja. Sag mal, geht da theoretisch was Co? Also nur ja, klar. Höchsttheoretisch gesprochen? Klar. Man kann ganz normal die Karten aufmachen und kann man zu zweit spielen. Jeder nimmt eine Fraktion zum Beispiel. Das geht, klar. Aber dann muss man immer dann gegeneinander spielen? Man kann sich ja verbünden und machen so. Das ist ja wie Civilization im Prinzip, nur actionreicher. Warte mal, ich muss schon mal einen Schluck trinken und dann nehmen wir Florian wieder mit. Jupp, ito. 75 Anführer zum Start. Warte mal, das heißt, das ist 75 Parteien, die zuerst loslegen? Nee. Was macht ihr da? Wo wollt ihr denn hin? Hallo? Wo will sie denn hin? Komm. Ich kriege jede Partei hat mehrere Anführer, so. Also und da gibt es halt auch DLCs dazu für die Anführer. Ich weiß gar nicht, wie viele Klassen das gibt. Warum soll das Zauber ist? Ja, warum sagt mir das alles nichts? Hatten wir den mal gemacht? Nee. Haben wir nicht. Aber was macht denn der jetzt hier? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bleibe jetzt erstmal bei euch. Ich traue mich sowieso nicht vor. Ja, dachte ich mir jetzt auch gleich, Leute, das ist mal hier.
Alter! Der brennt ja gar nicht so gut. Aua! Dafür brenne ich umso besser. Lassen wir doch mal ein bisschen ran. Ja. Ey, gefühlt mache ich da keinen Schaden an dem. Ich kann mit dem Buch. Was ist denn mit meiner Maus los? Hör mal auf jetzt. So, ich glaube, jetzt kommen wir erstmal da. Dann machen wir die Hitpoints mal ein bisschen größer. Sag mal, hörst du auch solche komischen Glocken, die total komisch klingen? Mhm. Okay. Oh Gott, wo nehme ich denn den Schaden plötzlich? Ja, es kann sein, dass wir uns ab und zu weit entfernen. Nee, ich achte, also da war nichts Rotes dabei. Oh Gott, hinter uns. Ja, okay, ich weiß nicht, was er genau gemacht hat, aber wir sind gerade ein bisschen tot, ha? Huh? Nur ein klein wenig. Angetötet. Nennen wir es angetötet. Nehme ich mal kurz ein bisschen Abstand. Wo ist denn der jetzt da? Der Kampf ist sehr verwirrend. Mitte. Wollte ich nochmal anmerken. Oh. Okay, man sollte, glaube ich, da nicht in dem Kringel stehen, der leuchtet. Ach komm, ich war zu weit weg. Wenn du eh keine Energie hast, bist du gleich tot. Ja. Oh, ich muss mal die Q-Taste mir angewöhnen. Also wieder in der Mitte. Oh Mann, der haut aber auch eine Kelle, ne? Ist der Bud Spencer unter den... Boah, Hammer, ja. Gegner! Ich bin schon wieder tot, jetzt bin ich endgültig tot. Ja, ich bin auch nochmal hops. Oh Gott. Ja, der Boss ist neu, ne? Mir sagt nämlich auch so nee, gar nichts. Das kenne ich auch nicht. Aber warum haben wir den nicht gespielt? Der Bot ist nur noch am Leben. Der Bot wird uns, glaube ich, nicht mehr retten hier. Body! Bot, tu doch was! Wo kommen denn die ganze Zeit diese komischen Flammen her? Ja, der macht auf dem Boden auf jeden Fall immer so Kringel und das sollte man nicht drin stehen. Och nö. Ich glaube, das war's, ne? Ja, das war's. Ich hab mir fast schon gedacht, wenn da jetzt ein Boss kommt. Ich brauche unbedingt jetzt mal wieder einen Schild, das geht ja überhaupt nicht. Ich krieg so viel Schaden hier rein. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen, nachdem dir permanent Tränke säust. Nein, Quatsch. Warum hast du eigentlich ein eisernes Kreuz auf deiner Rüstung? Mal so ganz blöd gefragt. Muss ich mir da Gedanken machen? Nein, ich hoffe doch nicht. Ja, vor allen Dingen, warte mal, bleib mal kurz stehen. Du hast doch auch... Warte mal, mach mal kurz nix. Es sind doch auch diese Zweige, die es auch immer... Das ist eine sehr suspekte Klasse. Ich habe sind gedacht, die Imperialisten nicht sowieso so ein bisschen nach den alten Deutschen so modelliert? Nein. Nein? Ich glaube schon. Nee, ich glaube, die sind eher so halt Mittelalter modelliert. Ja, sowas. Nee, verstecktes Zauberer, das ist, glaube ich, oder? Doch, das also, ich habe jetzt schon wieder das, oder? Ich habe jetzt wieder auf Veteran gestellt. Ja, und übrigens, hallo, Azernis. Ich hab gerade irgendwie gar nicht so wirklich im Chat reingeschaut. Ah. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es keine deutsche Klasse. Ja, wie jetzt OH? Jetzt kommen wir noch nicht mit OH. Doch, das ist wieder das Gleiche. Pech muss man haben? Ja, ja, natürlich ist es wieder das Gleiche. Na, herzlichen Dank. Ja. Wir haben wieder dieses Talent, dass wir aus random, genau aus zig Milliarden Karten, wieder exakt die gleiche nehmen. Ja, aber vielleicht schaffen wir es dieses Mal, ja. Ja, klar. Vielleicht scheint ja irgendwer noch, der uns hier ziehen kann, also so richtig. Ja, wir hatten den ja fast. Ich glaube, wir sollten uns dann nicht, aber ich glaube, ich gehe dann eher lieber nochmal mit einem Heiltrank rein, als mit so einem Florian. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Florian ist... Ja, okay. Also, ich glaube, Florian und Grimoire halt, ne? Das sollten wir halt nicht unbedingt da jetzt mitnehmen. Ja. Also gut, dann klopfen wir mal an. Klopf, klopf. Ja, lasset mich ein. Lasset mich ein. Komm, ihr wollt es doch auch. Also. Stimmt, da war ja was. Wir stürzen ja ab. Die Tür ist offen. Die Falltür.
So, wo müssen wir da jetzt hin? Da war doch irgendwo eine. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Achso, jetzt kommt erstmal. Oh Gott, es sind ja die wieder. Oh nein. Die habe ich ja total vergessen. Ich kann mich in einem Schild verstecken. Oh Gott. Aua, 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 aua. What the fuck? Okay, ich muss mir erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt ein anderes Ultimate habe. Und das einfach nur vorstürmt. Das ist natürlich sehr ungut, wenn ich vorstürme und sich dadurch unser Band dehnt. Ja. Oh. Es könnte besser laufen, das ist wunderbar. Man lag davon nicht auch nochmal irgendwas. Oh, come on, ich komm da nicht näher zu dir, was ist denn da los? Fallet, ihr Ratten, fallet! Aua! Wo bist denn du jetzt? Wie, wo bin ich denn? Wir sind ganz nah beieinander. Jetzt wieder. Ich krieg hier Schaden. Wir sind nicht füreinander geschaffen, merkst du's? Mhm. Es gibt da doch Reibungspunkte. So, okay. Ich brauche jemanden, der mich führt. Ja, dann kommen Sie mit. Ja. Ja, Moment mal, du bist doch der normalerweise führt, oder? Wenn ich mir so deine Rüstung angucke. Oh! Ich bin nur Befehlsempfänger, ja? Immer gesagt. Ja, ja. Ich bin nicht schuld. Ich bin nur Befehlsempfänger. Ich verstehe. Oh Gott, ich habe jetzt so eine Waffe mit einem Dummgeschuss. Als ob da kein Trank ist. Ja, Moment mal. Hast du gerade eben schon einen aufgesammelt und geschluckt? Ja, und dann sind wir uns wieder fremd geworden und dann war ich tot. Oh mein Gott, du Schluckluder, du, ey. Ja, dafür bin ich bekannt. Da gucken wir mal, das Brandbäumchen. Warte mal, das ist aber... Halt, bleib doch mal da! Oh Gott, oh Gott! Was machst du denn? Willst du erstmal eine ähnliche Beziehung mit der Bombe aufmachen oder was ist da los? Ja, ich hab mir... Die ist mir ganz, ganz sympathisch geworden auf einmal, die Bombe. Ja, also das war jetzt... Das war... Vielleicht, weil ich keine Energie mehr hatte. Verstehe jedes Mal, dass der Gasleck sagt. Ach, guck mal, der Arzt Ernest kommt. Ich glaube, er hilft uns. Oh, ein Traum. So, können wir weiter? Gern. Ich sag mal Shotgun für den nächsten Heiltrank. Ach, komm schon. Ich hab nichts mehr, ich bin blank. Und guck mal meine Lebensenergie an. Die sagt, ich bin tot. Ja, der vorherige Lauf war besser, zugegeben. Und wie ich halt immer wieder mehr Energie verliere. Also ich breche einfach so gleich zusammen, ich sag's euch. Einfach nur aus... Einfach nur aus Schwäche oder so, aus einem Schwächeanfall. Hey! Komm doch mal runter! Wo runter? Da runter! Ja! Aua, bin tot. Endgültig. Ihr müsst mich jetzt wiederbefinden. Achso, jetzt habe ich mit dem Anzernis im Band. Okay, lass mich doch da mal aber zur Kiste. Kiste ist ein Trank. Da ist ein Heiltrank, den werde ich gleich mal für mich hier einnehmen. Weil ich sonst kommen so wieder irgendwelche geile Elfen da und wollen hier wieder, ne? So an die Flüssigkeit ran. Ich sehe schon Anzernis Level 35 und ich hüpfe im Geiste. Hüpf, 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 hüpf. Oder ich muss zusammenzählen, dass wenn ich wieder da bin, muss ich erstmal alles nachhüpfen. Ich guck grad, wo der kommt. Der muss doch da eigentlich jetzt. Ah, da. Ja,
Ah! Halt! Halt! Ich komm nur... Ich komm nicht durch die Tür! Bist du mal so ein dickes Luder? Ein dickes Luder. Hallo, du stehst doch ein bisschen auf Fleisch auf den Lüften, oder? Ja, zum Essen vielleicht. Liebe geht durch den Magen, wissen wir alle. Da kommt schon wieder so ein Becher angeräubert. So. Weg ist er. Ja, geradeaus hinter dem Bild ist eine Bombe versteckt, habe ich gerade gesehen. Keine Ahnung. Da, ich, ja. Da, was? Genau, da hinter dem Bild. Links hinter dem davon? Bild? Links da, davon? Ich hab's nicht, glaub ich. Oder ja. Das war aber ein Kelch, oder? Achso, dann war es ein Kelch. Okay, ich hab's nicht. Ja. Ich hab nur gesehen, da hat was geleuchtet. Ich sehe das irgendwie in dieser Verfolgerperspektive ganz gut eigentlich. Harry Potter oder ein Kelch? Das ist aber auch so eine recht angenehme Runde, muss ich sagen. Ich gucke hier zu, ich feuer euch an. Ja, 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 ja. Warte mal, da hinten ist ein Trank. Ah! Lass mich doch zum Trank. Du hast doch noch genug Lebensenergie, Holmann. Ja, aber. Mein Gott. Vorsicht, du entfernst dich zur Gruppe, das wird rot. Ich merke. Oh shit, ich bin ja wieder da. Was ist denn das für ein Scheiß? Lass mich zum Trank. Da ist ein Kelch. Es ist mir egal, ich will den Trank. So, Trank. Oh, wir brauchen ein Fass. Räume den Weg frei. Das Fass ist da hinten. Komm mal mit. Aua. So. Komm schon. Ich hab ein Fässchen. Weißt du, die Zierlichste in der ganzen Gruppe muss jetzt wieder dieses blöde Fass tragen. Du hast dich aber auch gerade richtig lang ausgeruht. Ne? Du bist noch bei Kräften. Das tut hier nichts zur Sache. Aua, 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 aua. Mein Gott, ich bleib aber auch nicht bei der Gruppe, ey. Schön, dass du es mal einsiehst. Ich rede hier immer gegen Wände. Das Band ist aber auch sehr unangenehm. Ja, ich freue mich, wenn wir irgendwann nochmal wieder eine andere Mission haben, wo ich nicht so gucken muss. So, was ist denn jetzt? Das von Gondors! Boromir ruft! Oh Gott, oh Gott! Okay, da vorne habe ich einen Heiltrank gesehen. Ich melde mich an, ihn freiwillig zu nehmen. Ja, zu tragen und zu verwahren. Oh Gott, aber was macht ihr denn? Ja, ich bin doch da! Lass mich doch... Kannst du nur deinen Valorant-Bot auspacken, der hier das Ding holt oder so? Ich habe keinen Valorant-Bot. Muss man hier mal springen. 3, 4, so. Treffe ich den denn? Was ist denn das für eine bescheuerte Waffe? Ich verstehe das nicht. So. Was zischt denn da so? Mein Monitor ist ausgegangen. What? Warte. Hast du das geschafft? Das ist auch eine Challenge? Warte kurz. So. Ich weiß nicht, ob der Arzenis uns hört, ich hoffe es, aber zumindest läuft er nicht weg. Oh, Mann, das ist doch nicht wie eine Gasrede. Wo rennen die denn hin? Bleiben, Pech und Bannen, ich verstehe schon wieder. Ja. Ah, jetzt hat er uns mal getroffen hier, die Waffe. Hallo, Strom, bitte? Ah, Kinder, warte!
Super, jetzt dürfen wir uns nicht mal hier wegbewegen, weil der Herr ja nur in der Ecke stehen kann. Also wenn du mir das was sagen wolltest, das ist eh nicht angekommen. Irgendwas mit Strom. Hallo? Strom? Der Stecker springt immer wieder raus. Was? Ja, ganz merkwürdig. So Hallo? Ich kriege auch kein Bild mehr. Das ist nicht so gut. Kann man den Charakter irgendwie so ein bisschen schieben? Achso, wir könnten dich ja nicht mal stehen lassen. Ja eben, wir könnten dich ja nicht stehen lassen. Wir können dich navigieren, du kannst, dass du blind spielst jetzt da. Wie geht denn das mit dem Schieben? Hä? Jesus. Wie schiebst du sie denn dann hin? Also sterben lassen. Ja, aber das geht auch auf unsere Kosten, glaube ich, oder? Warte, der Strom ist wieder da. Strom ist wieder da? Alter, was ist das jetzt für eine Kacke? Ja, das ist nicht so ein klassischer Stromstecker, wie du ihn kennst, sondern das ist wie so ein, ich bin da. Made in China oder wo hast du denn her? Nee, das ist ein Samsung-Monitor. Okay. Aber das ist halt so ein, wie beschreibe ich einen Stecker, keine Ahnung. Puh, wie sieht's denn aus mit der Kamera? Ich muss jetzt mal ganz den Monitor verschieben. Wow. Keine Ahnung, du kennst auch die Geräte, die nur so einen spitzen Strom, also ist einfach, keine Ahnung, ja. Zwei. Wie Alex und seine Technik. Was soll das heißen? Recht hast, ich dachte, ich hab recht hier, hast du. Ich dachte, ich habe hier noch nicht den Ruf. Aua, aua. Manche Sachen werden sich im Leben einfach nie ändern. Ja, also es kann jederzeit passieren, dass es wieder rausklitscht. Ich sag's euch gleich. Ja, aber warum? Was ist denn das für ein Stecker? Ich hab grad kein Beispiel, wie ich dir das erklären kann. Stell dir vor, wie so ein USB-Stecker nur in rund. Moment mal, USB-Stecker sind immer viereckig. Ich sag dir, stell dir vor, wie ein USB-Stecker nur rund. Es ist halt einfach so. Und der ist halt so eingerichtet, dass er nicht vertikal, so wie du es bei den Monitoren kennst, reingesteckt wird, sondern von unten nach oben. Und der ist jetzt, der klitscht einfach raus. Kannst du, der wird schweineheiß. Ein bisschen Tape oder so? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Werde ich dann nach dem Stream mir mal einverleiben. Na, wohl bekommt's. Sehr strange, auf jeden Fall. Also, das hatte so, ich auch. Warte mal, da ist wieder hier unser Chaosbrut. Na klar, ich gehe in den Nahkampf mit meinem Bogen. Aha. Nein, ich will. Hör doch mal auf jetzt! Ich bin gehandicapt mit dem Monitor. Jetzt hör auf mich zu gehen, Mann. So. Der lag ja relativ schnell. Kann es sein, dass wir einfach immer dass man da immer die Bomben schmeißen soll bei solchen Viechern? Da ist noch ein Kelch in der Ecke. Die Bomben sind nicht. Nee, da passt kein Zahnstocher rein. Ich weiß, was du meinst, das funktioniert aber nicht. Vor allen Dingen wird es schweineheiß. Ich habe mir gerade meinen Mittelfinger verbrannt. Ich habe eine Brandblase. Sowas hatte ich auch noch nicht. Wir brauchen da irgendwie einen Schlüssel. Kann das sein? Bitte was? Sag nur, oh shit, nicht aufgenommen und dann noch schwarze Bild, alles ja. Ich habe ja alles gesehen, was ihr da treibt, wie ihr mich da durch die Gegend schiebt. Mit meinem Kontrollmonitor. So ist ja nicht. Also zur Not hätte ich jetzt noch auf mein OBS-Fenster spielen können. Ich bin tot. Du bist nicht tot, du bist wieder da.
Ach, ich bin wieder da. Es ist der. Ihr wisst schon, wen ihr im Leben halten solltet. So, der Große ist weg. Killerratte! Ich frage mich, nehme ich weniger Schaden, wenn ich, wie gerade eben, in dem Moment mein Schild hebe, während er mich anspringt? Ich verstehe, was du meinst, Snoopy. Mit dem Verstell. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Nee, das ist gar nicht gut, dass der Stecker so heiß wird. Das ist zugegeben. Macht mir ganz auch Sorgen. Fände ich jetzt auch nicht so nice, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt echt eine Brandblase geholt. Ich habe da hingelangt, denk mal, fuck, ist das heiß. Ja, das sollte ja normalerweise auch nicht rausrutschen. Also, das sollte ja nie passieren. Ist das schon mal vorgekommen oder ist das jetzt das erste Mal? Es ist mal vorgekommen, aber es ist halt, es kann halt sein, dass wenn man einen Monitor rankommt oder so, dass er halt mal raus springt. Oder sich gelockert hat. Aber und was lernt man daraus? Nie wieder Monitore kaufen, die so komische Stecker haben. Habe ich auch nicht drauf geachtet, weil ich nie damit gerechnet habe, dass ein Monitor so einen Stecker hat, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, dass sowas dann passiert, ist aber auch nicht irgendwie, ne? Nicht absehbar. Ich kann sie ja mal fotografieren und kann dir ja mal ein Foto schicken, damit du weißt, was ich meine. Das ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion. Ja, ich denke, das ist einfach nur so ein ründlicher Stecker halt irgendwie. Ja, ja, genau. Genau. Und der ist halt wirklich so, dass eigentlich auch nur die Schwerkraft dagegen spricht. So. Was guckt ihr denn da so blöd? So. Nur weil ich es kann. Da seid ihr. Da geht's weiter. Nicht froh, dass wir hier wieder jemand Erfahrenes dabei haben, der uns hier den Weg weist. Ja, jetzt müssen wir eigentlich erstmal da oben lang, oder? Aber Gott, ist egal. Nix. Warum krieg ich den Schaden? Ich hab mein Schild auf Anschlag. Ach so! Ach. Freunde, ich bin. Also, ihr wisst schon, ne? Ja, ja, ich hab's halt gemerkt, weil ich den Schaden hier bekommen habe, obwohl ich ganz artig mein Schild oben hatte. Da ist ein Kelch. Ich hab ihn gekelcht. Jetzt, also wie gesagt, es kann jederzeit sein, dass der eventuell wieder rausrutscht, befürchte ich. Nicht wundern. Da kommt nur ein Mimimi von mir und ich muss wieder reparieren. Ich hab da schon eine Idee. Ich stapel da einfach was drunter, dass es einfach nur Druck hat immer. Ein Buch, wenn du welche hättest. Ich hab Bücher. Ich hab nicht wenig Bücher. Wie, du hast Bücher? Stimmt, ja, hast du. Ne? Die Zwerge. Die auch, ja. Ich habe auch ein ganz seltenes Exemplar von Herr der Ringe. Habe ich auch. Und die Bibel? Was will ich denn damit? Also ich meine, also jetzt reicht's mal mit Fantasy-Romanen, ne? Vor allem noch so unrealistische. Ja, wieder aufstehen, wo kommen wir denn da hin? Ja, so unrealistische. Nicht so was Realistisches wie Herr der Ringe. Ja, eben. Ups. Oh, da oben ist Heil dran. Ja, okay. Jetzt wollte ich auf den Zwerg wieder einprügeln. Ach, der Arzt, jetzt hab ich noch Florian mit dabei. Irgendwie hatten wir vorhin, glaube ich, aber nochmal irgendwo einen Kappen. Bimetall. Theoretisch, ja, kann das sein, aber. Moment, Bimetall ist doch so, bei Hitze dehnt sich das doch normalerweise aus. Ja, du hast normalerweise irgendwie, bei dem Bimetall, das war doch, glaube ich, besteht aus zwei Elementen und einer biegt sich, sobald halt eine gewisse Temperatur erreicht, soweit ich weiß. Ja, aber dehnt sich das Metall nicht bei Hitze und bei Kälte zieht es zusammen? Ja, das macht jedes Material normalerweise so. Also müsste doch eigentlich, wenn der Stecker drin ist und er sich ausdehnt, müsste er eigentlich noch fester drin sein, wenn er so heiß wird. Also so, von meinem Verständnis her. Müssen wir da runter? Ich glaube schon. Ich geh so. Ich bin unten. Okay. Wir haben beschlossen, wir gehen runter. Also ein Balkon mit Blick auf den Mond. Oh, ist ja schön. Sag mal, ist die Killerratte da hinten einfach nur gestolpert? Nee, ne?
Wer aber nicht? Ach so, der knickt Wärmeschutz. Weiß ich nicht. Also glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Die Metall kann man, glaube ich, schon auch als Hitzeschutz oder sowas sehen, theoretisch, oder? Ja, schon, aber ich glaube nicht, dass der Monitor jetzt da hinten so eine Vorrichtung hat. Ich glaube, das ist einfach ein Konstruktionsfehler und warum das so heiß wird, das wissen die Götter. Dachgeschosswohnung? Ja, vielleicht hätte ich es nicht am Starkstrom anschließen sollen. Ich dachte, dann hat der Monitor mehr Power oder so. Für mehr Frames in der Sekunde? Ja, genau. Ja. Von 240 Hertz auf 360 übertaktet. Wir verstehen uns. Witzigerweise ist ja echt so, das habe ich erst vor, ich glaube, vor 2 Jahren oder sowas gelernt. Man kann Monitore tatsächlich ja auch übertakten, ne? Okay. Ja. Und zwar ist es mal beim Recherchieren, das ist bei mir mal irgendwie so aufgefallen. Meiner hat ja so eine FreeSync-Range von, was weiß ich, 48 bis 72 oder 75 Bilder. Und diese FreeSync Range, die kannst du, wenn du den Monitor übertaktest, dann noch auf 80 Frames oder so erhöhen. Total interessant, das ganze Thema. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich hab's mal ausprobiert, es funktioniert, aber ja. Ja, das weiß ich mit den Fernsehern, aber ich glaube, dass mein Monitor da nicht so arbeitet, hoffe ich mal, weil dann haben wir vor allem nicht so alt. Wobei, warte mal, wie tief ist dein Monitor? Nicht so tief? Let's screen? Ja. Ich hatte jetzt gerade Schiss. Ich hatte ganz kurz gerade schwarzen Bildschirm, dachte, nein. Boah, das ist immer schlimm, wenn man irgendwie mal einen Fehler hatte. Man wird dann plötzlich so hörig irgendwie, ne? Ja, man wird leicht hibbelig. Ja, kenne ich. Aua. Was, Alter? Ach so, weil ich so weit weg bin. Oh Gott, ey, Leute. Ey, ich werde einfach weggepusht, ne? Ich muss auch mal hin. Ich müsste halt einfach mal hin. Mann, ey, ich wollte doch nur mal den Trank trinken. Mach ich eigentlich Schaden? Nee. Ja, Moment, wieso hab ich den Heiltrank denn noch? Verrückt. Wieso steht hinter der Runde hin? Ich glaube, wir sollten da mal hin, oder? Irgendwie? Sonst so aus Altersschwäche wird er wahrscheinlich nicht sterben. Ich hack gerade auf ihn ein, wie so ein Bescheuerter. Aber der macht gerade Schaden ohne Ende. Ja, weil du und im Gringel stehst und da musst du halt mal gucken am Boden. Da macht er immer so Ringe. Da, wo es orange ist, solltest du wohl nicht stehen. Das wäre so meine Logik, wie der Boss funktionieren könnte. Ach, hör mir auf mit Logik, ich bin tot. Das werde ich wieder nicht überleben, ich sag's euch. Wie war das gerade eben? Sterben lassen? Oh Gott. Hey. Ich kann aber sagen, mein Monitor ist aus. Ja. Ach. Komm schon, Spiel! Wiederbelebt mich. Puh, danke. Er ist tot. Der kann ja gar nichts. Nicht mal ein sterbender Monitor kann dich aufhalten. So, jetzt müssen wir noch entkommen wahrscheinlich und sterben dabei noch. Ja. Verlass die Burg. Aufgefallen ist? Komm runter! Wo bist du? Unten, da ist ein Loch. Entschuldigung, dass ein Beutewürfel ließ. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich steuere WASD mit meinem Mittelfinger. Machst du das auch? Das weh ja. Wie auch sonst? Ja, es sein könnte, dass du es mit dem Zeigefinger machst. Nein, wie soll ich denn dann bitte schön auf das D zum Beispiel sein, wenn ich mit W. Jetzt komm ja nicht mit Logik oder sowas.
So, da geht's weiter, oder? Hast du mal meinen Energieballen gesehen? Ach süß, ein Hauch von nichts. Ja. Fast wie deine Abendkleidung. Was soll das heißen? Oh nein. Ach komm, da ist Heiltrank. Wie geht denn? Ach komm schon, ihr könnt jetzt nicht weggehen. Ich wollte gerade die Heilung aufsammeln. Da komme ich doch ran. Erstmal Heilung. Oh Gott, fühle ich mich wieder gut. Für einen kurzen Augenblick. Aber ein schöner Augenblick. Mhm. Was macht die eigentlich da oben? Die hängt ja ganz merkwürdig. Ist das ein Lappe Rindy? Ja, jetzt sind wir uns mal durch, ne? Da hinten liegt noch was? Oh ja. Warte mal, sollte man das nicht für dich nehmen dann? Nee, ich bin safe. Ja, aber der Verband ist doch, glaube ich, dafür da, dass man diese Todescounter-Dings zurück... Ich bin safe, ja. Huch. Aber der lacht ja immer noch. Dabei hat er doch gerade die Hucke vollgerichtet. Links rum, rechts rum. Links rum. Hat es ihm ja auch gefallen. Nein, links rum ist nicht. Rechts rum. Ich glaube, es ist mal im guten Glauben, dass da jetzt hinten gleich irgendwann mal das Portal erscheint. Ja, aber irgendwie schaut alles schief aus. Gerade soll zumindest so nach links geneigt werden. Da ist er, die blaue Wunderkugel. Gott, wir sind solche Veteranen. Das ist der Wahnsinn. Danke, Alter, schön, das war ja, oh, das war doch easy. Wow. Oh Gott. So, jetzt muss es aber hier die Bombenkiste geben, oder? Meinst du, wenn wir die aufmachen, explodieren, ne? Mhm. Komm, noch ein bisschen Level. Ist das irgendwie ein Zusatzbonus, weil das eine Wochenchallenge war? Ich hab doch keine Ahnung. Naja. Naja, so spektakulär sieht die Kiste jetzt mal nicht aus vom Äußeren. Das stimmt wohl. Also die Statistik können wir gar nicht reinlaufen lassen, unsere Statistiken, weil die Hälfte davon bin ich ja eingespatzt durch die Gegend gerannt.